Magic 2014 zusammen mit dem Wiederwolf. Moin, moin. Lernen durch Schmerz nennt er ja seine beliebte Reihe. Ja, 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 ja. Und ich musste schon einmal schmerzhaft erleiden, wie man scheiß Karten zieht. Aber ich hoffe, jetzt wird's mal ein bisschen interessanter. Das war nämlich ein bisschen einseitig dann in dem Moment. Ich gehe mal schon auf. Wir spielen zwei zufällige Decks. Ich gehe schon mal auf bereit und dann sind wir gespannt, was uns erwartet. Ich bin auch sehr gespannt. Oh, das sieht gut aus, für mich jedenfalls. Ah, ja, das sieht gut aus. Behalten wir direkt mal. Wie schaut's bei dir diesmal? Ah, okay, schnelle Entscheidung. Ja, ich musste trotzdem einmal Mulligan ziehen. Aber ich behalte trotzdem jetzt. Ich bin nur nicht ganz zufrieden mit dem Deck, was ich bekommen habe. Achso, ja gut, es ist schade, dass man Decks aus dem Random nicht rauskicken kann. Ja. Dass man sagt, okay, das spiele ich gar nicht gerne. Wobei ich jetzt keins wüsste, was ich gar nicht spielen möchte. Ich wollte oh, einfach okay. mal ein anderes Deck zeigen. Ja, nochmal Chandra. Ja. Wir können aber auch gerne nochmal neu anfangen, wenn du möchtest. Gar kein Problem. Wir lassen es jetzt so. Spiel du mal mit deinem Remazuri. Ja, gerne doch. Wie wir eben schon drüber gesprochen haben. Sliver übersetzt mit Remazuri. Würde ich übrigens auch so übersetzen, es ist ja ganz klar. Im Duden neben Gewürzsuppe steht Remazuri. Man kann einfach alles mit Remazuri übersetzen. Das stimmt natürlich. Vielleicht soll ich das bei TTT mal einbinden. Ja. Und dann bist du dann wieder. So, jetzt müssen wir hier mal kurz kicken. Wie wir das am schlausten machen, wa? Dann mach mal. Hol mal dein alle Remazuri raus. Ja, easy. So, erstmal kultivieren wir eine Runde. Mana ist ja sowas, das kann man ja eigentlich nicht genug haben. Na gut, beim letzten Spiel haben wir gesehen, es geht doch. Aber ich meine, jetzt in dem Deck. Ja. Da bin ich gespannt, wie das jetzt diesmal abläuft. Ich hoffe wirklich, dass du besser nachziehst diesmal und dass deine Mana-Kurve schön klein bleibt. Und das sieht schon nach einem wesentlich besseren Start aus. Da ist Chandra's Phönix! In der passenden Runde 3, das ist unglaublich! Die Menge tobt! Hallo, Boon! Boon. Genau, vor allem, es sind Flieger. Ich habe nichts gegen Flieger. Ja, du hast ja bloß die rot-grün-weißen Remazuri. Ja, der blaue fehlt. Obwohl, da gibt's doch den Bar mit Wachser. Nee, Wachser. Hier drin ist, glaube ich, kein einziger Flieger. Gibt's keinen, nee. Nee, blau hat Flieger. Alle Remazuri haben Flugfähigkeit. Dann hauen wir mal den Flitzer raus, damit alles hier Haste bekommt. Noch ein Fetchland. Und gut, wir sind zwar im Kartennachteil gerade, also von Lebenspunkten und dem, was wir austeilen können, aber wir hauen trotzdem drauf. Aua. Hier geht's einfach nur darauf, drauf zu hauen, immer wehtun. 16, 18, ich hab ein Problem. Der Flieger macht mir echt Sorgen. Meinst du, welche? Alter. So schön finde ich das jetzt gar nicht, was du da machst. Verdammte Flieger! Ja komm, dafür fetche ich jetzt mein Land. Oh, unterbrochen. Dreist. Ja, super dreist. Super geil. Ja, 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 jetzt fliegt er mir hier um die Ohren. Das heißt, ich kann jetzt nur, ich muss so viel Druck aufbauen in einer Runde, verdammt, dass er nichts mehr machen kann. Was kommt denn da schon wieder? 4 Schaden, na verdammt. Ja gut, das wird, glaube ich, eine sehr schnelle Runde. Komm beim Agro-Burn-Deck. Ja, so funktioniert es mal richtig. Haben wir irgendwas, was uns ein bisschen retten könnte? Ja, auf jeden Fall spielen wir schon mal eine Faith Pattern. Okay. Die bringt uns immerhin ein wenig was und ein paar Lebenspunkte, um hier nochmal eine Runde länger zu stehen. Mm. Aber er hat noch 4 Karten auf der Hand und eine eigentlich ziemlich gute Mana-Kurve. Also ich denke, da wird jetzt genug um die Ecke kommen.
Und vielleicht haben wir zum Schluss noch eine Lava-Axt, einfach um. In your face mäßig? Ja, für die Demütigung quasi. Nee, ich dachte mir was anderes. Ja, okay. Das ist natürlich gerade in dem Fall sehr mies. Er tötet mich dann auch noch über Zeit. Dann bekomme ich erstmal 2 Schaden. Oh. Heilen kannst du dich ja nicht mehr. Nee. Das ist vorbei. Mit der Heilung. Das ist rum. Dann bringen wir den Scheißer mal raus. +1/+1 für alle Remas. Dann holen wir auch ein paar davon. Und... ja, sind erstmal durch. Ja, allerdings können wir den Flieger immer noch nicht blocken, aber... mit etwas Glück... ja, 10, 16, was rede ich denn da? Au, oh, das wird kritisch, ey. Na? Ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn du eigentlich gar keine gute Hand mehr hast. Ja, ich überlege gerade. Okay, er wird vorsichtig. Oh, ja, okay, ich sehe aber, was er gleich vorhat. Ja, das ist, ja, würde ich wahrscheinlich auch so machen. Ich habe alle Kreaturen, die diesen Diebenzug angegriffen haben, nach dieser Hauptphase gibt es eins. No, du! Nee! Ich dachte mir sogar ein bisschen. Okay, dann verstehe ich doch nicht, warum du mit dem Magier nicht auch angegriffen hast gerade. Also doch, ja klar, hier, ja, natürlich. Du hast jetzt 2 Karten auf dem Friedhof. So. Jetzt kriege ich meine 2 Schaden, bin auf 4. So, ich gucke nochmal gerade mit Fesseln des Glaubens. Ja, okay. Ich kann nichts machen mit dem Ding. Nee. Wieder angreifen, blocken, noch aktivieren. Ja, ich bin aber so oder so tot. Also ich brauche eigentlich nichts mehr machen. Also ich mach's jetzt, aber es bringt mir nichts mehr. Es ist ja unausweichlich. Egal, was ich jetzt mache, ich sterbe auf jeden Fall zu 100% jetzt im nächsten Zug. Durch seinen... Magier. So, ja, machst mir 5 Schaden, Block überspringen, geh auf 11, geh dann auf 9. Okay. Ja. Na? Kannst auch weiterklicken, wenn du willst. Ja, ich hab's gerade schon geguckt, wie ich meinen Zuschauern jetzt sage, was hier passieren wird, ohne dass ich es dir sage, weil ich denke, aber du machst es. Ich bin mal gespannt, ob meine Zuschauer Zeichensprache können. Ich habe gerade mal was gemacht. Ja, und genau das, was ich angekündigt habe. Ich hätte es auch sein lassen können und einfach im nächsten Abkeep hättest du auch 2 Schaden wiederbekommen. Ja, aber ich dachte, dass du schon den Magier benutzen wirst und mir damit den Rest gibst. Sehr gut gespielt. Okay, das ist natürlich, so soll Rot funktionieren. Ja. Voll in die Fresse. Wobei der Mittelpart hat ein bisschen gehangen. Ja. Aber da kam ich leider nicht mehr mit genug Schwung zurück. Schöne Runde, sehr schöne Runde. Hat mir auch gefallen. Nicht nur daran, dass ich gewonnen habe. Nein. Auch mal schön gegen Kremasuri, die ja auch ein bisschen mehr agro-lastig sind, auch mal im Geschwindigkeitskampf vorne zu sein. Denn eigentlich dachte ich mir, die Karte am Anfang, wo ich die gezogen hatte, oder die war ja mit Starthand schon dabei, wo jeder 2 Schaden bekommt, dachte ich mir, oh, toll, was willst du denn jetzt mit der Karte gegen Remasuri machen? Die werden dich so schnell rushen, wenn du nicht aufpasst. Und dann hat es doch ganz gut geklappt. Ja, dass du meinen Haster weggekriegt hast, war natürlich auch sehr gut direkt am Anfang. Mhm. Und dann fehlte mir leider auch der Pump einfach. War sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ja. Das Spiel war gut. Gut. Gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir spielen noch ein bisschen, keine Sorge. Genau. Und bis dann, euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Mach's gut. Tschüss.